Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Du warst mir alles wert. Wirst du es dir endlich auch wert sein, dich zu lieben, wie ich dich liebe? Diese Worte aus dem Herzen Gottes liegen mir gerade so stark auf dem Herzen, nachdem ich heute für dich gebetet und an dich gedacht habe. Und weiter die Frage, wann wirst du mich dich endlich lieben lassen? Oh, wenn du jetzt fühlen könntest, was ich fühle. Nein, ich bin nicht traurig. Ich bin so erfüllt und glücklich und das auch ohne Ring am Finger. Und das möchte ich dir unbedingt weitergeben, weil ich die wahre Liebe gefunden habe. Wie oft wurde mir das Herz von Menschen gebrochen, doch genauso oft wurde es wieder geheilt, weil ich keine Zeit vergeudet habe, es direkt zu dem zu bringen, der es erschaffen hat. Ich wollte nicht ein Leben lang mit dieser Enttäuschung und der Bitterkeit leben. Ich habe dem Gedanken, an die wahre Liebe glaube ich nicht mehr, keinen Raum gegeben, denn sonst würde ich ja sagen, an Gott glaube ich nicht. Dein Herz kann nicht öfter brechen, als es wieder geheilt werden kann. Heute möchte ich dir einen Vers mit nur 3 Wörtern mitgeben. Gott ist Liebe. Und diese Liebe lässt sich heute von dir finden, wenn du danach suchst. Und er möchte, dass du aus der Liebe, die du von ihm bekommst, anfängst, dich selbst zu lieben. Das gilt auch für dich, die oder der du in einer Beziehung oder sogar verheiratet bist. Lass dich heute von Gott lieben und gib aus dieser Liebe heraus deinem Partner, deiner Familie oder deinen Freunden davon ab. Das ist ein Geschenk, das wertvoller nicht sein könnte und dich und deine Beziehung definitiv segnen wird. Du wirst geliebt. Danke für dich. Von der Hoffnung zum Wunder. Auf gottkennen.de findest du Antworten auf verschiedene Fragen, Menschen, die von ihren persönlichen Stories mit Gott erzählen und sogar die Möglichkeit, an Online-Kursen teilzunehmen.